Ja, Norbert, es fehlt uns noch ein Paar jetzt, gell? Und er ist der älteste Kandidat, der jemals bei Dancing Stars mitgemacht hat. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, er lässt die meisten hier alt aussehen. Es ist Austropop-Legende Boris Bukowski und er tanzt mit Julia Burkhardt. Ich bin der Boris Bukowski. Ich feiere heuer mein 60-jähriges Bühnenjubiläum. Mit 15 bin ich das erste Mal als Schlagzeuger auf die Bühne. Und ich mache das nach wie vor irrsinnig gern. Das ist das, was ich am liebsten mache. Und ich mache gern exotische Abenteuer, wie zum Beispiel Tandemsprung zu meinem 70er. Und jetzt kommt das nächste Abenteuer als Dancing Star. Ich habe eine ganz großartige Tanzpartnerin, die Julia Burkhardt, die mir sehr überraschend vorgestellt wurde. Man hat bei mir zu Hause gedreht für Dancing Stars. Man hat mir gesagt, ich soll ein bisschen Gitarre spielen und auf einmal merke ich, hinter mir bewegt sich etwas. Das Tolle war, er hat gespielt, solange bis ich aufgehört habe zu tanzen. Also das, ja, genau, war ganz spannend. Er wollte eigentlich gar nicht aufhören zu spielen. Ich starte bei Null. Alles Zusätzliche muss die Julia mir beibringen. Quickstep. Oh. Bis eine Aufeinanderfolge von spritzigen, lustigen, exaltierten Bewegungen, die man möglichst locker und charmant auf die Reihe kriegen soll. Eins, zwei, drei, vier. Wir starteten wirklich bei Null, kann man wirklich so sagen. Fuß startet. Schade. Eine der ersten Übungen war gleich mal, dass Julia mal festgestellt hat, ob ich rechts von links unterscheiden kann. Hat geklappt, muss man dazu sagen. Sehr, sehr brav. Die spüre ich seit 5 Tagen gar nicht mehr. Da. 13, so. Ja, genau. Ich bin der älteste Knochen, der je hier geschunden worden ist. Aber es merkt man dir nicht an, muss man auch dazu sagen. Das war gut. Wirklich? Ja. Paar 09 tanzt einen Quickstep. Hier sind Boris Bukowski und Julia Burkhardt.
Boris Bukowski und Julia Burkhardt. Der will gar nicht aufhören. Wow. Ja, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Ich habe gesagt, er lässt uns alt aussehen. Und du siehst aber selbst, uns lässt du alt aussehen, aber du siehst wahnsinnig gut aus in einem Frack. Aber ich habe mir sagen lassen, dass du wirklich 75 werden musstest und es ist zum ersten Mal, dass du einen Frack trägst. So ist es. Ich lerne zum ersten Mal einen Frack von innen kennen. Und er dich. Du bist auch der einzige Kandidat, der jemals zum Training mit einem ausgedruckten Songtext gekommen ist. Wie hilft dir das? Naja, ich meine, als Sänger muss man die Botschaft des Liedes rüberbringen. Und ähnlich ist es wie bei Tänzern natürlich. Die müssen auch die Botschaft rüberbringen. Deshalb sollte man wissen, was man da tanzt und wie die Botschaft des Songs lautet. Ja, absolut. Carina, aus den vergangenen Staffeln weiß ich, du stehst auf ältere Männer. In diesem Sinne. Das ist das, genau das, was ich jetzt sagen wollte. Das ist absolut mein Typ und ich habe mich ab dem ersten Augenblick verliebt. Sie haben mein Herz und mein alles, mein Oberteil, alles erobert. Nimm lieber den Oberteil als den Herz. Absolut. Also das war der spaßvollste Auftritt. Vor allem, ich werde Ihre Tanzleistungen überhaupt nicht bewerten, obwohl Sie so vieles richtig gemacht haben. Aber ich bin einfach hin und weg. Ich bin Ihr Fan. Ja, die Leiterin des Boris Bukowski Fanclubs hier zu meiner Linken und Bolasch in der Mitte. Was sagst du? Ja, ich bin froh, dass Sie diese Glaswände zwischen uns haben. Aber ja, es hat schon seine Vorteile auch ab und zu. Ja, jetzt mal zur Sache. Es ist sehr schwer. Natürlich, Sie sind der Älteste, aber heute hat es jeder gehört. Ich will es nicht mehr hören wollen. Ja, Sie sollen nicht mit dem Alter überzeugen oder nicht überzeugen, sondern mit der Leistung. Ja, okay, das Alter haben wir heute erledigt gehabt. Wir haben jetzt die Aufgabe, Leistungen miteinander zu vergleichen. Und beim Werten, einer der höchsten Kriterien ist Musik. Und Sie haben Musik im Blut. Daher waren Sie besser als Ihre Kollege, der vorher langsamer Walzer getanzt, außer Tag getanzt hat, weil dieser Quickstep war zwar nicht schön, nicht richtig, aber im Takt. Danke, Bollasch. Ich finde ja auch, also du hast schon recht, man darf nicht nach dem Alter bewerten, aber ich finde es einfach so cool, dass man mit 75 sagt, so, ich probiere was Neues aus. Und es zeigt einfach, dass man in jedem Alter einfach sagen kann, hey, ich lerne was Neues und ich lasse mich auf das Abenteuer ein. Und das finde ich super an der Stelle. Danke. Vielen Dank dafür. Yes. Maria. Ich finde, das kann man nicht oft genug betonen. Dieser hier ist 75 und Weltklasse. Sensationell, wirklich. Und ich finde auch tänzerisch, natürlich ist die Hüfte noch ein bisschen zu weit weg von der Julia. Die Schultern können noch etwas tiefer gehen, ein bisschen ein längerer Hals. Der Bauchnabel diagonal nach oben, eine schöne Oberlinie. Aber da war... Ach, hör auf! Ja, richtig. Hör auf! Komm, Mensch, kann so viele Sachen auf einmal merken. Aber es war fantastisch und die Lebensfreude, die überstrahlt alles. Danke. Und er war weniger aus der Puste als die anderen Kollegen nach einem Quickstep. In diesem Sinne, danke, großartig. Hat Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Ab zum Norbert. Der Feuertaufe bestanden. Hier sind alle begeistert, Sie zu Hause auch. Das können Sie uns gerne sagen. Rufen Sie uns an, 090 10 59 09 0 9 für Panel 9. Boris, hat sich jetzt schon ausgezahlt für dich. Carina hat ein Auge und noch etwas mehr auf dich geworfen. Aha, oh, schön. Unglaublich, wirklich ganz toll. Wobei ich sagen muss, gerade jetzt so kommst du auf die spannenden Dinge drauf, gell? Ich meine, du hast jetzt dann vor kurzem hast du den ersten Fallschirmsprung gemacht.
Nein, den zweiten. Den zweiten Tandem. Ja. Dann hast du geheiratet noch einmal. Ja. Und jetzt hast du tanzen gelernt. Was davon sagst du? Noch nicht. Ja, da war ich schon dabei. Was davon war am gefährlichsten bis jetzt? Wie bitte? Was davon war am gefährlichsten bis jetzt? Ich meine, von den ganzen Dingen ist nichts wirklich gefährlich, denn der Fallschirm wird ganz sicher nicht kaputt werden, gerade wenn ich jetzt mich hinausschmeiße. Die werden sich hüten. Das Feine war ja, ich musste mich nicht hinausschmeißen, ich bin hinausgeschmissen worden aus dem Flieger. Du hast eh keine Wahl, gell? Das ist viel einfacher. Ja. Und in das Tanzen bist du reingeschupft worden von der Julia, du hast auch keine Chance gehabt. Das wollte ich wirklich bewusst, weil man muss immer Dinge tun, die ganz anders sind als das, was man bisher gemacht hat. Ganz mehr Red. Ja, man muss immer so ein bisschen leicht überfordert sein. Gell? So ist es. Du, wie hältst man du muss dich mal fit? Links abbiegen. Ja, wie hältst du dich fit? Du, ich mache alles Mögliche, Radl fahren, ein bisschen Muskeltraining, ein bisschen Gymnastik, Rückenübungen und so. Ich musste mich jahrzehntelang jedes Mal neu motivieren. Inzwischen brauche ich das nicht mehr. Das ist das tägliche Schinden ist mir selbstverständlich geworden. Und weil ich weiß auch, was man davon kriegt. Ja, einen so tollen Körper wie Boris Bukowski. Und hoffentlich auch ganz, ganz viele Punkte. Miriam, ich bin extrem gespannt. Ja, wie kam dieser Quickstep bei der Jury an in Punkten? Carina? Ich war so abgelenkt, dass ich ganz vergessen habe, dass ich die Punkte vergeben soll. Aber ich kann nicht anderes, es tut mir leid. 7. Wow. Balasch. Gut im Takt. 4. 4 solide Punkte und Maria. Und ich bleib da beim Balasch. 4 Punkte. Ja, 15 Punkte für Boris und Julia. Das ist doch ein super Start, oder? Ja, du singst so schön, trag meine Liebe wie einen Mantel. Prost, ich würde vorschlagen, du tragst die Julia jetzt für eine Feder hier hinauf. Ja? Das mache ich. Sehr fein. Boris, Julia, danke schön, dass ihr mit dabei seid. Ein echter Gewinn. Dankeschön. Ja,